Willi, was war dein Onkel eigentlich? Transportunternehmer. Ja, du, wenn der mehr als eine Million hinterlassen hat, dann gibst du aber ein kleines helles aus, weißt du? Also, Kinder, macht mich nicht nervös. Nicht wahr? Sie, Kleine, schnell. Also, tschüss, bis heute Abend. Kaum erbt er was, gleich wird er frech. Kommt. Sie wünschen? Ich bin der Erbe. Bitte sehr. Na, dann kommen Sie mal mit. Dankeschön. Bitte nach Ihnen. Wenn Sie das Geld nicht im Tresor haben, dann können Sie mir ruhig einen Scheck geben. Ich kann sowieso nicht so viel tragen. Da steht Ihre Erbschaft. Du sag mir endlich, was hast du denn eigentlich geerbt? Einen Autobus. Ein Autobus? Mensch, das ist doch prima. Da können wir da endlich mal zusammen. Zusammen in Urlaub fahren. Das wäre doch schön. Unter einer Bedingung. Ohne Weiber. Meinetwegen. Kinder, nun kommt schon, sonst kriegen wir wieder keinen gemeinsamen Tisch. Ja, doch. Ja, wir kommen. Wir kommen ja schon. Toll. Meine Petra hat gesagt, sie geht zur Vorlesung. Meine Barbie hat gesagt, sie geht zum Babysitten. Ja, Sitten sind das. Ja, und dein Sohn Harry ist an allem schuld. Der hat die armen Mädchen verführt. Was, so schnell? Die sind doch gerade erst reingegangen. Also hör, ich mag Witze ganz gern, aber doch nicht jetzt. Schließlich geht es jetzt um unsere Töchter. Irrtum, es geht um meinen Sohn Harry. Ich will ihn doch mit der kleinen Farani aus Mailand verheiraten, von der Firma Farani, Farani und Farani. Wieso, Tochter von allen dreien? Nein, aber sie erbt von allen dreien. Das ist eine Riesenfirma. Und weißt du, was mein Sohn sagt, wenn ich die beiden zusammenbringen will? Ne? Hoffentlich danke. Ja, aber nicht danke ja, sondern danke nein. Daran sind nur eure missratenen Töchter schuld. Dein Sohn Harry ist missraten. Also Kinder, anstatt zu streiten, sollten wir doch jetzt lieber da reingehen. Nee, ich traue mich nicht in diese Twisthöhle da. Ja, so schön, dann gehen wir eben nach Hause. Nach Hause traue ich mich auch nicht. Ja, ich weiß schon, was du willst. Hm? Also gehen wir einen trinken? Du hast mich überredet. Was ist, kommst du nicht mit? Nee, ich habe was Besseres vor. Meine Damen und Herren, ich sage weiter mit CDU, dem Kabarett der Unbekannten. Als vorletzten Kandidaten präsentiere ich Ihnen Till Hartmann. Stimmung, Humor. Schon gewonnen, Harry. Da brauche ich gar nicht mehr mitzumachen. Keine Angst, Barbie, du kriegst bestimmt mehr Applaus. Und mehr Stimmen. Ach, Petra, hoffentlich habe ich meine eigene Stimme. Und nun als letzte unserer heutigen Bewerber und drinnen Fräulein Barbie Lothar. Stimme Humor. Schicksal, nimm deinen Lauf. Toi, toi, toi.
Was habe ich dir gesagt? Schade, dass dein Vater dich nicht gehört hat. Ach, ich schnarch schon lange. Ich schnarche nie. Das kann sich nicht mal einem Bariton leisten. Guten Abend. Oh, guten Abend. Bist du jetzt sehr böse? Eigentlich ja. Oh, aber so schlecht gesungen. Nein, so gut. Ja? Du sag mal, ist das da nicht der Rudolf Lothar? Natürlich. Mensch, der muss ja gleich herhalten. Meine Damen und Herren, während wir hier die Stimmen für Sie auszählen, erwartet Sie eine große Überraschung. Der Star von Funk und Schallplatte, Rudolf Lothar. Darf ich bitten? Hätte ich mir bloß einen falschen Bart geklebt. Aber du musst sehen, das ist hier üblich. Komm, los! Guck mal, manchmal haben begabte Töchter auch begabte Väter. Pleite? Sie können doch nicht so einfach pleite gehen. Sie, also das sage ich Ihnen. Wenn das war es, dann breche ich zusammen. Wie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stimmauszählung hat ergeben. Zweiter Preis, Herr Till Hartmann. Erster Preis, Fräulein Barbie Lothar. Der erste sowie der zweite Preis sind eine 14-tägige Busferienreise nach dem sonnigen Süden. Nein. Darf ich Ihnen die Gutscheine übergeben? Danke, gestatten. Was machst du denn da? Schnell, ich muss dir was erzählen. Entschuldigung. Komischer Laden hier. Sie können uns die Preise doch nicht wieder abnehmen. Nee. Das Reisebüro ist pleite? Total. Und unser Geld, das wir für die beiden Reisen einbezahlt haben, ist weg? Noch totaler. Nein. Wenn wir den Wert dieser beiden Gutscheine aus eigener Tasche ersetzen müssen, dann müssen wir den Laden hier zumachen. Ja. Du, ich habe eine Idee. Ach, hast du schon für Ideen? Wir fahren morgen auch in den sonnigen Süden? Ja. Und nehmen die beiden Preisträger einfach mit? Natürlich. In deinem Bus? Ja. Gutschein für Ferienreise. Mit Bambus-Band. Eil dich, sonst hauen die uns da drin noch einen Knick ins Podium. Ist alles schon okay. Bin ich nur noch gespannt, wie die das aufnehmen. Also, es kommt überhaupt nichts in Frage. Ich war auf gar keinen Fall allein. Sie müssen meinen Freund, den Petro, mitnehmen. Na schön, nehmen wir ihm zwei Mädchen mit. Doppelt ist ja auch besser. Und Harry. Und Harry, ja. Bitte? Wer ist Harry? Ja, Harry bin ich. Harry, hören Sie, wir leiden keinen direkten Mangel an Männern. Harry ist Bedingung. Also gut, aber dann auf eigene Kosten. Ja, das ist ja wohl selbstverständlich. Na, endlich, da wäre das Ding geritzt.
der uns mal nur nicht versetzt. Da, da kommt er am Bus. Oh. Tatsächlich, na Donnerwetter. Oh. Hey! Mit diesem Vergnügungsfahrzeug hätte ich mich anfreunden können. Guten Morgen, meine Herrschaften. Alles einsteigen, bitte. Die Post geht ab. Mensch, mir bricht die Nockenwelle. Das ist doch das letzte Modell der Firma Schrott & Co. Also, Sie könnten Ihrem Chef wenigstens die Tür aufmachen. Mit was denn? Mit der Nase vielleicht? Ausgerechnet jetzt müssen Sie in Urlaub fahren. Na ja, Sie fahren ja auch in Urlaub. Ja, geschäftlich. Und Sie sollten mich begleiten. Ja. Ja, dann fahre ich doch lieber mit meiner Freundin in den sonnigen Süden. Fräulein Wilmer, ich fahre nach Triest, ich fahre nach Jugoslawien. Da haben Sie Sonne, da haben Sie Süden, da haben Sie Ihren Beruf. Fahren Sie doch mit mir, das Geschäft braucht Sie. Ach, das Geschäft soll mal sehen, wie es ohne mich auskommt. Gute Reise, Herr Ratsam. Ja. Und machen Sie nicht so viele Tippfehler, wenn Sie sich Ihre Briefe selbst diktieren. Übrigens, Herr Ratsam, ich fahre auch nach Triest und auch nach Jugoslawien. Aber dann könnten Sie doch... Herrschaften, jetzt kann uns überhaupt nichts mehr passieren. Na, du, da bin ich aber gespannt. Wer ist denn das mit dir etwa zu uns? Ach, wie gut, dass ihr noch da seid. Wir haben schon Angst gehabt, ich verpasste den Bus. Oh nein, keine Bange, den Bus, den dieser Willi uns verpasst hat, den können Sie gar nicht verpassen. Wir holen die lungenkranke Schnecke im Rückwärtsgang ein. Verzeihung bitte, sind Sie der Fahrer? Und nicht nur der Fahrer, sondern auch der Besitzer. Da bin ich richtig. Wie Barbie! Oh Barbie, wie lieb von dir, dass du mich mitnimmst. Hey, von wem werden Sie denn mitgenommen? Ich habe es meiner Freundin versprochen. Oh, Sie haben doch nichts dagegen, nicht wahr? Und ich wollte ohne Weiber fahren. Bitte. Danke, danke. Sie. Sie. Ja. Haben Sie es denn nur gefunden? Ja, ja. Ach, na, endlich. Wie lange wird es denn dauern? Na ja, so 14 Tage. Ja, es geht ja. Was, denn 14 Tage? Ja, können auch 4 Wochen werden, nicht? Ich rauf mir noch die Haare. Wilma! Wilma! Das ist doch Wilma! Ja! Was wollen Sie denn hier? Aber bitte würden Sie mich erst mal reinlassen. Ich werde Ihnen dann alles erklären, ja? Dankeschön. Sind Sie sehr liebenswürdig. Wenn Sie mir einen Platz frei machen. Ein Skandal, wie das Kennzeichen aussieht. Können Sie das entziffern? Sie werden sehen, das wird noch ein reizender Urlaub werden. Reizend? Das bisschen Arbeit? Das werden Sie gar nicht spüren. Das spüre ich jetzt schon. Du bist doch Schriftsteller und kein Hellseher. Oh, entschuldigen Sie, Herr Dante. Wie hast du rausgekriegt, dass die Mädchen unsere Abwesenheit dazu benutzen, mit dieser Bande da... Mit dieser Band. Ah ja, ich entschuldige bitte. Um mit diesem Orchester nach Triest zu fahren. Ich habe zufällig gehört, wie meine Petra mit deiner Barbie und dann mit deinem Harry telefoniert hat. Ah, da seht ihr es wieder mal, ne? Nichts ist mir zu billig, um meinen Harry nach Italien zu locken, um diese Farani kennenzulernen, und er will nicht, nicht wahr? Er sagt, und wenn er der einzige Bundesbürger wäre, der nicht nach Italien fährt, und was tut er jetzt? Na, vielleicht ist eine von unseren Töchtern schuld daran. Ach, das wäre eine Katastrophe. Also bitte, das ist... Moment. Streitet nicht mit mir rum. Ich habe einen Plan, der reift in mir.
Ich fahre auch nach Triest. Du, ich muss sowieso in die Gegend. Ich gastiere ja da unten. Kinder, da fahren wir doch zu dritt. So eine Gelegenheit kommt für uns flotte Knochen doch gar nicht mehr wieder. Und bei der Gelegenheit können wir unsere Kinder ein bisschen beaugapfeln. Also, auf in den Kampf. Beim Horoskop stand durchschlagener Erfolg. Ja, danke, danke. Ja. Oh. Na, der hat sich aber auf dem Laufenden gehalten. Ruhig liegen bleiben, bis ich sie geschossen habe. Geschossen? Hinlegen! Jawohl. Betreut so bald. Erste Hilfe ist doch wichtiger als Fotografieren. Aber von mir aus los, vorwärts. Das fotografiere ich auch. Sind Sie verletzt? Wer ist dort? Dann trinken Sie mal einen kräftigen Schluck. Einen kräftigen Schluck? Ja. Na? Eins muss man Elfriede lassen. Kaffee kochen kann sie nicht. Guten Tag. Was ist denn hier los? Nichts. Gehen Sie mal ruhig weiter. Nee, bleiben Sie mal ruhig da. Vorher waren Sie aber nicht so höflich. Ja, vorher habe ich sie auch noch nicht angesehen. Also, gnädiges Fräulein, wünschen zu wissen, was los ist. Die Schuhsohlen unseres Zwangsmitfahrers Bodo sind los. Und diese beiden Buschhemdklepper haben ihm soeben die erste Hilfe geleistet. Die Buschhemdklepper sind meine Eltern. Armes Kind. Ne, ich wollte sagen, schöner Vater, hübsche Tochter, alte deutsche Spruchweisheit. Sie können sich Ihre Sprüche sparen. Ja, ganz recht. Spare in der Zeit, so hast du in der Not auch nichts. Was war denn das? Mein Freund. Warum gibt Ihr Freund derartige Geräusche von sich? John hat wie alle Engländer ein Hobby. Versteinerte Tiere. Die Schönheiten der Vergangenheit, verstehen Sie? Nein. Mich interessieren nur die Schönheiten der Gegenwart. Unser Schwiegersohn sollte wirklich nicht so laut sein. Ach, dabei ist er doch noch gar nicht unser Schwiegersohn. Na, was der später erstmal für einen Krach machen wird. Das ist ja Anja. Anja, komm sofort hierher! Sei doch nicht immer so streng, Teutobald. Was hast du denn zu streng? Das Kind soll nicht mit jedem flirten. Anja, sofort zu deinem Ernährer! Wenn Ihnen Ihre Vorfahren zu anstrengend sind, wir hätten noch ein Plätzchen im Bus. Auf Wiedersehen, mein Herr. Das hoffe ich sehr, meine Dame. Na, 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 Franz, lass das. Die Post geht ab.
wenn ich da nur 10 Jahre jünger wäre. 20 wäre mir lieber. Dann würde ich auch mit zu einem Bus fahren. Zu einem reizenden Bussard. Wunderschönes gefunden. Na, hoffentlich nicht wieder so einen abgefieselten Affenkopf. Das ist ein Schwanzstück von Ichthyosaurus. Ach, von mir aus die große Zehe vom Neandertaler. Warum machen Sie dabei immer so einen Krach? Ja, heutzutage gehören Krach und Wissenschaft zusammen. Wo ist meine Braut? Sie meinen Ihre eventuelle Braut, ja? Oh, Verzeihung. Können Sie mir eventuell sagen, wo meine eventuelle Braut ist? Sie winkt. Sie winkt. Aha. Sie winkt wem? Eine Reisegesellschaft. Das werde ich wohl noch tun dürfen. Bitte schön. Ach, Anja, hilf mir bei der Bestandsaufnahme. Eins. Oh, ohne mich. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Es stimmt nicht, eine fehlt. Na, jetzt stimmt's. Nicht so schlimm. Denk immer. Los, keine Müdigkeit. Also, los geht's. Eine Sklavenarbeit. Ich muss doch schieben am Ausdruck. Liebe fest. Hey, Kinder, nur reicht's mir aber. So, jetzt ist er oben. So, Kinder, jetzt reicht's mir aber. Die tun mir direkt leid. Das ist eine Reise mit Schiebung. Also los, fahren wir weiter, sonst ist der Nachwuchs noch vor uns in Triest. Na, ich fürchte, mit dem Bus komme ich überhaupt nicht hin. Ja, aber dann leider wird es diesmal etwas länger dauern. Ach, Scheibenhornig. Ach, guck mal rein. Mensch, da unten ist eine Bootshütte. Bis dahin kann noch der Wagen alleine runterrollen. Kurz, mein Herr Masch. Es wird gleich regnen. Schnell, schnell, schnell. Platzregen hat auch sein Gutes. Weil das Gras wächst? Nein, weil ich sonst nicht mit Ihnen tanzen könnte. Sind Sie ein liebebedürftiger Mensch, Till? Sehr. Dann vergessen Sie es und denken Sie daran, dass Regen abkühlt. Fräulein Wilmer? Ja? Würden Sie mir einen großen Wunsch erfüllen? Aber Herr Ratzer... Sagen Sie ja. Bitte schenken Sie mir ein Ja. Ja, ich wusste es gar nicht. Aber
Wenn Sie es wirklich ganz ehrlich meinen? Ich meine es ehrlich, bestimmt. Dann halt so. Ja. Ja? Gut. Dann kommen Sie bitte zum Diktat. Das werden Sie mir büßen. Diktator! Gut aussehender Junge. Darf ich mit Ihnen tanzen? Ich bin leider kein sehr guter Tänzer. Na, mit mir werden Sie sehr gut sein. So, spiel du mal weiter. Sie tanzen ja gar nicht so schlecht. Sie müssen mich nur etwas fester nehmen. So. Und wie zum Beispiel? So? Ja. Mhm. Sie machen das aber sehr geschickt. Sie sind auch kein ausgesprochener Engel. Welche Frau ist das schon? Na prima. Und prägen Sie allen Vertretern nochmals unseren Werbespruch ein. Wein weckt Wonne. Haben Sie Wonne? Im Moment überhaupt nicht. Hm. Absatz. Ist nett von Ihnen, dass Sie mir helfen können. Ach, ich helfe Ihnen doch sehr gerne. Dann ist es noch netter. Petra, ich habe es gleich gewusst, dass ich Ihnen damals die Nachtlicht sage. Was? Dass ich meine, dass ich... Legen Sie es nicht zu früh fest, Till. Oh, passen Sie lieber auf! Verzeihung. Flirten ist wohl Ihr Hobby, hm? Nein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Spielt doch endlich mal was Schnelles, Jungs. Los! Typisch Willi. Erst will er keine Mädels dabei haben und dann, na, posaunen wir ihm eine Seelenschnulze. Ich will aber nichts mehr tanzen. Es ist schön, wenn eine Frau einen eigenen Willen hat. Jawohl. Aber es ist die Pflicht des Mannes zu verhindern, dass sie ihn durchsetzt. Sie haben aber schöne Ansichten. Nicht wahr? Aber meine Aussichten sind noch schöner. Na, na. So, Kinder, los, jetzt haut rein. Ja, das ist die Lebensleiter. Immer eine Sprosse weiter, immer eine Sprosse weiter rauf. Jeder möchte oben stehen, möchte die Welt von oben sehen. Immer auf die anderen oben drauf. Aber auf der Lebensleiter geht es einmal nimmer weiter, geht es einmal nimmer weiter rauf. Ja, so ist die Lebensleiter und so ist der ganze Lebenslauf. Drum bleib bei mir, du im Tal, blühen die Rosen. Du suchst sie vergebens auf den Höhen des Lebens. Drum bleib bei mir, du im Tal, blühen die Rosen. Und weil wir uns lieben, blühen sie so. Das ist die Lebensleiter, immer eine Sprosse weiter, immer eine Sprosse weiter rauf. Jeder möchte oben stehen, möchte die Welt von oben sehen, immer auf die anderen oben drauf. Aber auf der Lebensleiter geht es einmal nimmer weiter, geht es einmal nimmer weiter rauf. Stopp! Ja, so ist die Lebensleiter und so ist der ganze Lebenslauf. Ja, so ist die Lebensleiter und so ist der ganze Lebenslauf. Lalalala. Ah!
noch hin. Ruhe! Wenn die Obrigkeit spricht. Also, meine Herrschaften, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich hier in einer fiskalischen Gemeindebootshütte befinden. Sie haben sich strafbar gemacht des heimtückischen Einbruchs und der rechtlichen Ruhestörung mit Jazz-Instrumenten. Seit wann ist denn Jazz strafbar? Sie haben weiterhin das Leben einer Amtsperson bedroht durch Bewerfen derselben mit einem Wurfgeschoss. Der Beamtenkörper ist unverletzlich. Ruhe! Sie haben dieses fiskalische Grundstück sofort zu zu räumen. Viel Cognac rein. Noch mehr. Noch ein bisschen. Das langt. So. Aber ein Glas Bier werden Sie doch wohl noch trinken, während wir zusammenpacken, nicht? Soll das vielleicht eine Beamtenbestechung sein? Aber würden wir uns nicht erlauben, wir sind ja nicht in Bonn. Nein, das nicht. Aber ich kann es trotzdem nicht annehmen. Ihr habt aber ein gutes Bier. Nicht? Ich hole ihn gleich noch. Nein, nein, nein. Das muss ich leider ablehnen. Aber beeilen Sie sich. Bestechen wollt ihr mich. Aber da irrt ihr euch. Das Auge des Gesetzes bleibt klar. Ich bitte mich in Schusshaft zu nehmen. Bitte schön. Gehen Sie doch nach Hause. Kennen Sie meine Frau Gemahlin? Nein. Sie sind ein glücklicher Mensch. Naja, wenn Sie so viel Angst vor Ihrer Frau haben, dann helfen wir Ihnen selbstverständlich. Wie? Ich lege sie nieder. Die stampft sie ein mit einem Kartoffelstampfer. Und mich dazu. Naja. Ja, verlassen Sie sich ganz auf uns. Es wird Ihnen schon nichts passieren, dieser Mann. Wir mögen nämlich gar keine Kartoffeln. Dankeschön. Sie brechen mir noch die Schlüsselbeine. Was machen Sie denn? Meine Güte, versuchen Sie doch endlich Fuß zu fassen. Diese Polizei ist nicht mehr tragbar. Jetzt habe ich's. Mein Hut. Danke schön, Alte, dass du mir noch einen guten Nachtkuss gegeben hast. Wir können nicht einfach so die Farbe aus der Bootshütte klauen. Wieso denn? Na schau mal, da steht auf der Preisrunde. Da brauchst du nur das Geld dafür hinzulegen, nicht wahr? 3,30 Mark, das ist aber teuer für so ein altmodisches Brauen. So, jetzt aber nichts wie ins Wasser. Oh ja. Na dann viel Spaß. Und mich lass du wieder arbeiten. Exakt, sehr exakt muss das sein. Ja, ja. Donnerwetter, Sie sind eine richtige Künstlerin. Halten Sie mal.
Diese verflitzten Steine. Mensch, ich hätte das Badeschuhe mitgenommen. Komm, gib mir den Ball. Hopp, hopp. Wir können vielleicht zwei gebrauchen. Beim Fußball gibt's ja auch nur einen. Was malen Sie denn da? Ich gebe meinem Bus einen Namen. Cäsar. Und warum nicht Kolumbus? Kolumbus? Gar nicht schlecht. Sogar viel besser. Sie sind gar nicht so unbegabt, wie Sie aussehen. Ach, ich habe ein paar Vorzüge, von denen Sie noch gar nichts ahnen. Doch, da ahne ich schon einiges. Wohin? Schießen Sie auf den Automobilisten. Hey! Na, wartet. Euch werde ich helfen. Au, au, es gibt das kleine Spitz. Fräulein Wilmer! Fräulein Wilmer! Hallo. Hey, hier bleiben. Fräulein Wilmer. Fräulein Wilmer. Ihre Arbeitsscheu wird noch mein. Nun kommen Sie, bleiben Sie mein Untergang sein. Und Ihre Wasserscheu unserer. Kommen Sie, Herr Taucher. Wasser hat keine Balken. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so tief ist. Und was für ein netter Zufall. Wie geht's? Ohne Sie sicher noch besser. Sagen Sie das nicht so leichtsinnig. Sie kennen mich ja noch gar nicht. Vielleicht will ich Sie gar nicht kennenlernen. Das wäre aber schade. Darf ich eintreten? Bleiben Sie lieber draußen. Ich kann nicht mehr zurückschwimmen. Ich bin schiffbrüchig. Ich glaube Ihnen kein Wort. Nach dem internationalen Seerecht müssen Sie mich jetzt an Bord nehmen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Hoffentlich ist das auch wahr. Wenn das arme Kind nur nicht in unrechte Hände fällt. Dann ist sie selber schuld. Anja hat unseren Urlaubsdienstplan von heute ganz genau gekannt. Punkt 1, Besichtigung von Burg Piranek. Punkt 2, Besuch der Theodosius-Kapelle. Punkt 3, gemeinsames Mittagessen. Punkt 4, Weiterfahrt nach Triest. Warum hält sich deine Tochter nicht an meine Order? Sie ist ja auch deine Tochter. Nein, in solchen Fällen ist sie deine. Schluss, Bums, aus. Sogar den Wagen hat sie mitgenommen. Schocking. Ich kann dieses Leben nach der Stoppuhr einfach nicht mehr aushalten. Jede Minute schreibt mir mein Vater vor. Konnten Sie denn nicht allein in Urlaub fahren? Papa hat es natürlich nicht erlaubt. Bis nächste Woche bin ich nämlich noch... Was sind Sie noch bis nächste Woche? Minderjährig. Sie sehen aber gar nicht so aus. Ich meine, ich bin noch nicht 21. Wann sind Sie das? Nächsten Dienstag um 3. Aha. Hm. Würden Sie sich entführen lassen? Ja. Ja? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Weil das eine gute Möglichkeit wäre, Sie für eine Zeit aus dieser teutonischen Zwangsjacke zu befreien. Und für uns eine glänzende Gelegenheit, einander kennenzulernen. Verstehen Sie? Gleich zwei Fliegen mit einem Dings. Ich bin aber keine Fliege. Stimmt. Sie sind eine Biene und zwar eine Dufte. Also gut, ich nehme die Biene auch zurück. Für mich sind Sie ganz einfach ein Mädchen, das mir vom ersten Augenblick angefallen hat. Nun machen Sie was dagegen. Und Sie glauben, das geht alles so leicht, nein, ne? Nein, ich sehe da noch ungeheure Schwierigkeiten. Zum Beispiel den Wagen, den Sie entführt haben. Ich wollte nur mal ein paar Stunden allein sein. Und das ist Ihnen auch gelungen. Und wie? Passen Sie auf, Anja. Den Wagen, den bringen wir jetzt wieder zurück. Heimlich natürlich. Und dann... Und dann? Dann sehen wir weiter. Wie weit? Vertrauen Sie auf mich. Sie haben keinen besseren Freund. Hoffentlich. Wenn ich etwas leiser bremse. Hör mal, wenn du mich noch mal solche Lawinen-Gedächtniswege hinunterdonnern lässt. Sie machen sich sicher Sorgen um mich. Sie werden ja den Brief finden.
Ich soll das doch nicht tun. Schauen Sie, Anja, es sind doch nur die paar Tage bis Triest, dann hat Ihre Familie Sie doch wieder. Und wenn Sie nächste Woche erst volljährig sind, können Sie sowieso selbstständig entscheiden. Sollten wir nicht so lange warten? Ah, wer zu lange wartet, versäumt das Standesamt. Alte deutsche Spruchweisheit. Moment, haben Sie Standesamt gesagt? Nein, nur gedacht. Mensch, wo bleibt ihr denn? Ich dachte, ihr feiert schon Verlobung. Quatsch nicht so viel, lass lieber die Post abgehen. Das Geräusch kommt mir bekannt vor. Es war hinter der Ecke. Vielleicht ist jemand um die Ecke gebracht worden. Mal herhören. Liebe Eltern, ich musste ein paar Urlaubstage unter jungen Leuten sein. Ihr könnt mir vertrauen. Gruß an John. Danke. Wie? Bitte. Verzeiht mir. Wir sehen uns in Triest. Eure Anja. Gott sei Dank, ich dachte schon, das arme Kind wäre entführt worden. Das ist doch viel schlimmer. Das ist ausgesprochene Gehorsamsverweigerung. In mir steigt etwas Furchtbares auf. Hier können Sie es ungeniert ausspucken. Ein furchtbarer Verdacht. Wo wollen Sie denn hin? Ich wünsche, ich wäre Archäologe, wie mein Freund Krauser. Und dann würde ich mir eine Mumie aussuchen, das wenigstens tut, was ich sage. Ja, ja! Kleopatra! Kleopatra! Küss mir die Pyramide! Ich wär so gern geblieben! Archäologe Konrad Krauser kam per Kamel ins Land am Nil. 10.000 Meilen von zu Hause, da sprach Herr Krauser, wir sind am Ziel. Und er begann sofort zu graben, bis er eine Marmortafel fand, auf der in alten Hieroglyphen ein Lied aus längst vergangener Zeit geschrieben stand. Kleopatra, grüß mir die Pyramiden, ich wär so gern noch geblieben. Kleopatra bei dir. Kleopatra, im Land der Pharaonen, möchte ich so gern. Konrad Krause, der grub ein Loch von 20 Fuß. Dann war er reif für eine Pause und sagte Krause, vor heute ist Schluss. Mit sehr viel Kleingeld in den Taschen zog er ins nächste Nachtlokal. Er leerte fröhlich alle Flaschen und sang das wunderschöne Lied zum x-ten Mal. Kleopatra, grüß mir die Pyramiden, ich wär so gern noch geblieben. Kleopatra bei dir. Kleopatra, im Land der Pharaonen, würd ich so gern immer wohnen. Kleopatra bei dir. Kleopatra bei dir. John! Willi, gib Gas! Es
ist die verlassenste Grenzstation, die ich je gesehen habe. Aber Anjas Vater hat doch Anjas Pass. Glaubst du wirklich, wir kriegen sie hier durch? Ach, wozu haben wir unsere Flottenmädchen? Na eben, Stichwort Ablenkungsmanöver. Genau, die Post geht ab. Guarda! Fata Morgana. Bitte nimm mich mit. Nimm mich mit als himmelblaue Mittelmeer. Lass mich nicht allein zurück. Nimm mich in den Süden, mit ich mit dich sehe. Bitte, bitte nimm mich mit. Denn ich träume Tag und Nacht von Palmen. Nimm mich mit. Hier runter, es kommt vielleicht wieder ein Schauer. Ja, das wäre schauerlich. Einen Wermut bitte. Trockene? Nein, keinen trockenen und flüssigen zum Trinken. Einen doppelten Cognac. Doppeltes Bier. Kinder, ich habe eine Idee. Ein Schriftsteller mit Ideen, ganz was Neues. Ich kenne den Herausgeber der hiesigen Zeitung. Seine Leute sollen den Omnibus abfangen und zu unserem Hotel geleiten. Und dort sagt man dann unseren Kindern, sie hätten den ersten Preis für das altmodischste Touristenvehikel gewonnen. Na? Aha. Na und? Na und? Der erste Preis besteht in einer Woche kostenlosem Aufenthalt in unserem Hotel. Da haben wir sie unter unauffälliger Kontrolle. Das ist gut. Was? Das bezahlt alles der Herausgeber? Nein, bezahlen müssen natürlich wir. Ja, das ist nicht so gut. Oh, ihr müsst mich mal einen Moment entschuldigen. Ich sehe, ich werde erwartet. Dieser Walter, ein toller Bursche für sein Alter. Also, ich gehe jetzt sofort zur Polizei. Wo ist denn mein Sohn geblieben? Ich werde mal den Fremdenführer fragen. Vielleicht hat er ihn rauskommen sehen. Hey, Signore. What can I do for you? John! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie können Sie John zu mir sagen, wenn ich vollkommen maskiert bin? Wozu die alberne Maskerade? England ist das klassische Land der Detektive. In diesem Sinne werde ich jetzt meine eigene Braut selbst suchen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Meine Ideen sind niemals schlecht, nur die Leute sind's. Halt! Halt! Stopp! Was soll denn das? Buongiorno, wir kommen von der Triester Zeitung. Wir haben eine gute Nachricht für Sie. Das ist er. Ein toller Bus. Nee, den meine ich da. Oh, netter Junge. Ist ja auch mein Harry. Ja, Harry hat nur einen Fehler. Er will mich nicht kennenlernen. Ja, nicht wahr?
Da kann man sich doch nur irgendwo hinfassen, wenn auch nur an den Kopf. Nicht? Wie kann man eine Gina Ferrani nicht kennenlernen wollen? Keine Angst, den kriege ich schon klein. Na, spielen Sie also mit, Gina? Mit dem größten Vergnügen. Mensch, ja, und auch das Zimmer mit Bad. Das Donnerwetter. Das ist aber eine einmalige Zeit. Der Lobos ist auch ein einmaliger Bus. Du, schau deinen Vater. Wo? Ja, da auf dem Plakat. So. Hast du denn geglaubt, es ist dein Vater leibhaftig? Haben Sie Ansichtskarte? Ich hätte gerne einen Stadtplan. Wo ist der Bad? Das war eine schöne Überraschung, nicht wahr? Lenz, was machen Sie denn in Triest? Ich habe meinen Freund Lothar begleitet. Aha. Aber nehmen Sie doch einen Moment Platz. Ja, danke schön. Tja, das war für uns alle eine Überraschung. In einem gewissen Alter werden die Männer schwach. Ja, aber hätten Sie denn nichts dagegen tun können? Aber mein lieber Harry, Sie wissen doch, Ihr Vater lässt sich nichts sagen. Also auf jeden Fall bleibe ich hier von den Nichts stehen, bis die beiden wieder herunterkommen. Da habe ich einen viel besseren Tipp für Sie. Kommen Sie mal her. Ich habe zufällig gehört, dass die beiden heute abreisen. Sie haben ganz in der Nähe vom Meer eine kleine Villa gemietet. Dort können Sie sich in Ruhe mit Ihrem Vater aussprechen. Hey, wie komme ich hin? Ich leihe Ihnen meinen Wagen. Also, Sie sind wirklich großartig. Oh, zu gütig. Aber dafür sagen Sie meiner Petra und den anderen nicht, dass ich hier bin. Abgemacht? Gut, okay. Danke. Wir brauchen heute keinen Fremdenführer. Aber es handelt sich um eine Braut. Mit dem Personal können Sie heute auf gar keinen Fall sprechen. Ja. Was ist denn jetzt los? Guten Tag, Papa. Harry, was treibt dich denn her? Ich muss unbedingt mit dir sprechen, Papa. Papa, ist das dein Sohn? Ja, das ist er. Gewissermaßen ist er das. Du hast doch immer gesagt, der Kleine. Ja, ein Riese ist er ja auch nicht. Hübsches Kind. Entschuldigen Sie bitte, ja? Papa, kann ich dich endlich sprechen? Sprich, mein Sohn. Allein. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Bitte. Bis gleich, mein Liebling, ja? Komm. Ohne Harry können wir unmöglich wegfahren. Warum sollen wir auch? Wir haben ja alles umsonst. Aber ihr kennt den John nicht. Jetzt, wo er mich gefunden hat, lässt er nicht mehr locker. Anja, Sie stehen unter meinem Schutz. Danke. Aber John ist immer so explosiv. Ach, bis hierher wird er Sie doch nicht verfolgen. Bis in Ihr Zimmer. Nein, das hat er noch nie getan. Was ist denn das? Das ist John. Den erwische ich noch. Oh, Signore. Guten Tag. Sorry. Aber Signore. Glaub mir, Harry, auch ich habe mir schon selbst die schwersten Vorwürfe gemacht. Aber ich brauche das Mädchen. Ach, das redest du dir doch ein. Nein, das ist bei vollster Ernst. Sie gibt mir neue Kraft, neue Vitalität. Früher warst du doch immer mit Vitamintabletten zufrieden. Früher habe ich auch nicht gelebt, nicht? Jetzt bin ich ein neuer Mensch, ein neuer Mann. Ach so. Ja, also entschuldige, Papa, wenn ich dir das so hart sage, aber für mich bist du ein alter Mann.
Ein Mann mit Familie. Und das lässt man nicht einfach im Stich. Warum denn nicht? Viele Familien werden im Stich gelassen. Papa, du redest ja wirklich wie ein Playboy. Ja, so einer wollte ich immer schon mal sein. Aber Papa, hast du denn gar keine Moral? Doch, aber nur zu Hause. Und bitte, dann fahr schnell wieder nach Hause. Gib dir keine Mühe, mein Junge. Ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben. Und ich werde dieses Leben genießen, solange es noch Zeit ist. Bitte sei doch vernünftig. Mein Junge, ich habe die Vernunft immer gehasst. Aber jetzt bin ich vernünftig genug, um unvernünftig zu sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Geh heute Nachmittag mit ihr an den Strand, ja? Ich habe sowieso zu tun. Ich? Alleine mit der? Ja, ja. Es ist ganz gut, wenn du dich rechtzeitig an deine zukünftige Stiefmutter gewöhnst. Naja. Was, Stiefmutter? So geht das nicht. Lass die Mädels alleine winken. Komm. Los, Kinder! Komm! Hier ist richtig. Nett, dass Sie uns mitnehmen. Gehen wir da alle rein? Ja, wenn wir zusammenrutschen. Ach, prima! So, die Post geht ab. Ja, danke schön. Danke schön. Wir hatten den zugesperrt. Und du sagst immer, diesen Bus klaut niemand. Wir müssen ein Fenster einschlagen. Fenster einschlagen, aber nicht an meinem Bus. Attenzione, silenzio, silenzio, tutto a posto, penso io. Wir können nicht an unsere Kleider, das ist die nackte Tatsache. Wohin waren die? Alle Polizier verhaftet. Wieso denn, warum? Ja. Schauen Sie, Gina, ich habe mir überlegt, bitte stellen Sie doch dieses Ding da ab. Warum mögen Sie keine Liebeslieder? Oh ja, sehr sogar, aber... Aber? Na, man kann sich doch gar nicht richtig unterhalten. Dass ihr Männer immer reden müsst. Können Sie nicht einmal ohne Ironie auskommen? Ohne Ironie? Hm? Nie. Außerdem fordert unsere Situation die Ironie doch geradezu heraus, nicht wahr, mein Sohn? Nein, das werde ich nie sein. Sondern was? Ich habe mich in Sie verliebt, Gina. Das glaube ich Ihnen nicht. Das müssen Sie mir aber glauben. Sie wollen nur Ihren armen Papa retten? Nein. Was, Sie wollen ihn nicht retten? Ja doch, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht um Sie, um mich, um uns. Ach, wie interessant. Das wusste ich ja gar nicht. Dann wissen Sie es eben jetzt. Bitte, Gina, geben Sie mir doch eine Chance. Nein. Gina. Nein ist auch eine Antwort. Daran müssen Sie sich gewöhnen. Verstehen Sie mich doch, meine Tochter muss bei diesen Leuten dabei sein. Verhaften Sie diese Kindesentführer auf der Stelle. Piano, calma. Wir müssen erst noch eine Nudistengruppe verhaften, vorführen. Anja, halbnackt auf der Polizei. Ist das Ihre Tochter? Jawohl. Ich beantrage Ihre sofortige Auslieferung. Gut, Sie können sie mitnehmen. Aber eingewickelt. Wie bitte? Ach so. Na, warte. Du kannst so etwas erleben.
Das ist ja unglaublich. Er hat mich eben mit seinem Charme überwältigt. Oh, ich bin von dir enttäuscht, Gina, zutiefst enttäuscht, kann man wohl sagen. Einfach von einem Mann zum anderen zu laufen. Von einem Verheirateten zu einem Unverheirateten. Sehr richtig. So kleinlich bist du, Gina. Gut, hebe dich hinweg. Soll mein Herz brechen und keine Versicherung dafür bezahlen. Ich will dich nicht mehr sehen. Oh, das wird sich leider nicht vermeiden lassen, Papa. Ich werde Gina nämlich heiraten. Nicht für einen Wahl von Affen. Diese lockere Person kommt nicht in meine Familie. Ich verbiete dir, meine Braut locker zu nennen. Komm, hier haben wir doch nichts mehr verloren. Halt! Das Essen für Fräulein Anja Stolz. Darf passieren. Solange ich hier eingesperrt bin, rühre ich keinen Bissen an. Ich trete den Hungerstreik. Und du bleibst draußen. Hey. Komm, 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 halt dich nicht auf. In einer Stunde müssen wir über die jugoslawische Grenze sein. Ja. Ein kleines Zelt, ein kleines Zelt ist unsere Welt. Ist unsere Welt. Dort wohnt im Sommer das Glück für uns beide. Ein kleines Zelt, ein kleines Zelt im Sonnenschein. Im Sonnenschein. Was kann für dich und für mich schöner sein? Blauer Himmel, weiße Wolken, wir sind fröhlich Tag ein und Tag aus. Heut und morgen, keine Sorgen, denn bei uns ist die Liebe zu Haus. Ein kleines Zelt, ein kleines Zelt ist unsere Welt, ist unsere Welt. Dort wohnt im Sommer das Glück für uns beide. Ein kleines Zelt, ein kleines Zelt im Sonnenschein, im Sonnenschein. Was kann für dich und für mich schöner sein? Ja, wir schwimmen wie die Fische dort im See in der Nähe schon ganz früh. Einmal nichts tun, einmal ausruhen und das Leben ist herrlich wie nie. Ein kleines Zelt ist unsere Welt, ist unsere Welt. Dort wohnt im Sommer das Glück für uns beide. Sonnenschein. Was kann für dich und für mich höher sein? Ein kleines Zelt im Sonnenschein. Was kann für dich und für mich schöner sein? Also Radfahren ist nicht meine starke Seite. Mir tun beide Seiten weh. So? Und die Rückseite erst recht. Ja, du wärst wohl lieber mit meinem Vater im Luxuskabriolet gefahren. Nein, Harry. Du, ich warne dich, ich bin sehr eifersüchtig geworden. Oh, das ist schlecht. Ist schlecht? Gut. Na, dann ist brav. So, jetzt wirst du gleich erleben, wie begeistert dich die Bande aufnimmt. Da bin ich aber neugierig. Ja. Da kommt ja Harry. Wo? Oh, ja, Harry. Hey. Mit einer sauber verchromten Beifahrerin. Oh, Harry. Entschuldige. Willkommen, gnädiges Fräulein. Tag, Harry. Darf ich Ihr Fahrrad schieben? Gestatten? Bodo ratsam. Klingling. Herr Bodo, was Sie da tun, ist nicht ratsam. Dem werde ich helfen. Ich habe das Rad, kleine Frau. Kommen Sie, Fahrräder sind nicht so Posaunisten. Schonen Sie Ihre Hände und bewegen Sie lieber Ihre Füße. Ja. Die mag's richtig. So mache ich's auch. Herr Ratsam! Herr Ratsam, die Geschäftsfrist wartet. Ja, ja, das hat Zeit. Sagen Sie, Sie kann ich, warten. Ich, aber in Urlaub bestimme ich die Dienstleistung. Darf ich bitte? Ich wollte doch mal Fräulein. Ich wollte an Wilma, das gehört nicht zu Ihnen. Na bitte, was habe ich dir gesagt? Sie werden dich begeistert empfangen. Begeistert? Na ja, klar. Sie sind doch einfach weg von dir. Thank you.
glauben doch nicht im Ernst, dass alle Jazzmusiker leichtsinnig sind. Vielleicht vergreifen sie sich manchmal im Ton. Es kommt natürlich in den besten Kapellen vor, aber... Aber bei uns ist es doch was anderes. Wieso ausgerechnet bei uns? Weil... Wollen wir uns nicht da ein bisschen hinsetzen? Ich glaube, ich fahre wieder nach Hause. Der Anhalter. Aber Till, das können Sie uns doch nicht antun. Ihnen wird das bestimmt nichts ausmachen. Jede Ihrer Ölfarben ist Ihnen wichtiger als ich. Das sind keine Ölfarben, das ist Tempera. Ja, weniger Tempera und dafür etwas mehr Temperament, Petra. Das ist es, was Sie brauchen. Nehmen Sie mal bitte. Wissen Sie, was ich brauche? Einen Mann. Ja? Der ein bisschen mehr Geduld hat. Das habe ich. Das ist geradezu meine stärkste Seite. Dann ist es gut. Tempera-Farben sind deshalb besser als Ölfarben, weil sie schneller trocknen. Entschuldigt die Störung. Franz! Was ist denn los? Kinder, macht euch fertig, wir hauen ab. Ja, warum denn? Anjas Vater ist aufgetaucht. Na und? Ja, und wegen Anjas Vater fahren wir jetzt alle zu Barbys Vater, denn Barbys Vater gastiert hier in der Nähe, klar? Ja, deshalb sollen wir hier weg. Keine Angst, wenn die Luft rein ist, kommen wir alle wieder. So, schnell, schnell, schnell zusammenpacken. Na ja, okay. Mhm. Pass auf, Papa, das Konzert wird ein großer Erfolg. Sag mal, Harry, wo ist denn Gina? Ja, ich weiß auch nicht, sie wollte telefonieren gehen. Hoffentlich kommt sie gleich wieder. Schau mal, da drüben. Das ist die Liebe. Nee, das ist ein gesunder Schlaf. Bande wieder entwischt. Die Zelte sind doch noch da. Gut, dann warten wir. Nein, ich möchte wirklich nicht. Doch, Sie bleiben hier. Ich habe beschlossen, dass Sie mein Schwiegersohn werden. Nun werden Sie es auch. Schluss, bumps, aus. In Deutschland scheint ein Schwiegersohn Haustier zu sein, der schon vor der Ehe in Gefangenschaft gehalten wird. Auch helfen Sie uns lieber, die Zelte aufzuschlagen. Das wird Sie von Ihrem Schmerz ablenken. Mir bleibt nichts zu ersparen. Dass ich dich hier treffen würde, hab's ja nicht mehr im Mietwagen. Ja, das hat seinen besonderen Grund, aber den verrate ich. Kinder, hört mal zu. Das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ihr noch zurückfahrt. Ich lade euch alle ein. Wenn wir überall eingeladen werden, bleibe ich ein Leben lang auf Reisen. Du warte hier, ich hol dir schnell deine Jacke. Mhm. Guten Abend, Gina. Erwartet? Nein, eigentlich nicht mehr. Aber Sie erinnern sich doch noch an unsere Abmachung. Bitte zwingen Sie mich nicht, dir einzuhalten. Leider muss ich darauf bestehen. Bitte steigen Sie ein. Ja, aber ich... Bitte. Ja, aber ich habe doch... Bitte tun Sie mir den Gefallen, ja? So. Gina? 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 Und jetzt Rumpf beugen rückwärts. Beugt! Ach, impossible. Was ist denn heute bald? Um Himmels Willen, sag doch was! Keller,
Wollen Sie vielleicht morsen? Moment bitte. Vielleicht hilft Massage. Jetzt kann ich wenigstens meiner Tochter eine Standpauke halten. Schreiben Sie bitte. Sehr geehrtes Fräulein Wilma. Was? Der Brief ist an mich? Ja, ja, schreiben Sie weiter. Ich habe mich entschlossen, einen entscheidenden Schritt zu tun. Ich bitte Sie um Ihre Hand fürs. Fürs Leben. Fräulein Wilma, wollen Sie meine Frau werden? Sie alles. Zusammen. Papa, was machst du denn noch hier? Wo ist Gina? Bist du gekommen, um mir zu sagen, wo du sie versteckt hast? Im Gegenteil. Ich will dich mit einer gewissen Farani bekannt machen. Du weißt von der Firma Farani. Ja, Farani, ja. Und Farani. Sie ist extra deinetwegen aus Mailand hierher gekommen. Bitte lass mich doch endlich mit dieser blöden Farani in Ruhe. Na ja, dann guckst du doch wenigstens mal an, ne? Papa, ich will sie nicht sehen! Guten Tag, mein Liebling. Liebling? Gina! Du bist Gina Farani. Tja, manchmal muss man seine Kinder direkt zu ihrem Glück zwingen, nicht? Sagte der schlaue Kaufmann Walter Eberhard, während sein Sohn Harry sich endlich mit der Tochter seines Geschäftsfreundes verlobte. Was schreibst du da? Das ist mein Geheimnis. Das ist das Ende meines neuen Romans, den ich aus dieser kleinen Reise gemacht habe. Puh, wer weiß, vielleicht wird er sogar verfilmt. Nee, das glaube ich nicht. Komm, komm, Kinder, macht zu Hause weiter. Wiedersehen. Wiedersehen. Ei, 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 sowas Liebes, sowas. Mach schnell, komm, sonst erwischen wir sie wieder nicht. So, halten Sie fest. Ich fürchte, das habe ich vergessen. Von mir aus vergessen Sie, was Sie wollen. Mein zukünftiger Schwiegersohn sind Sie auf jeden Fall gewesen. Ich will Sie nicht mehr sehen und vor allen Dingen nicht mehr hören. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, ja. Ja. Da kommt dein Vater. Was? Anja! Anja! Anja, keine Angst. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Ja. Lieber Papa, was immer du sagen willst, sag's nicht. Seit einer Minute bin ich volljährig und kann tun und lassen, was ich will. Ich wollte dir nur sagen... Aber es hat doch keinen Zweck. Ich wollte dir nur sagen, den Sohn habe ich rausgeschmissen. Du kannst jetzt von mir aus heiraten, wenn du willst. Was? Papa!
Oh. Anja, mein Kind! Das hat sie alles gefunden. Schön. Nimm mich mit aufs himmelblaue Mittelmeer. Lass mich nicht allein zurück. Wenn du Liere hast, nimm mich in den Süden mit, ich bitte dich sehr. Bitte, bitte nimm mich mit. Zurück, stopp, stopp. Denn ich träume Tag und Nacht von Palmen am Musik und Tanz. Von einer Zaubernacht im bunten Lichterglanz. Gitarren, sie spielen mein Lieblingslied. Bambino, bitte, 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 bitte nimm mich mit. Was kann für dich und für mich schöner sein? Blauer Himmel, weiße Wolken, wir sind fröhlich Tag ein und Tag aus. Heut und morgen, keine Sorgen, denn bei uns ist die Liebe zu Haus. Ein kleines Zelt, ein kleines Zelt ist unsere Welt. Ist unsere Welt. Das Glück für uns beide. Ein kleines Zelt im Sonnenschein. Im Sonnenschein. Das kann für dich und für mich schöner sein. Ja, das ist die Lebensleiter. Immer eine Sprosse weiter, immer eine Sprosse weiter rauf. Jeder möchte oben stehen, möchte die Welt von oben sehen, immer auf die anderen oben drauf. Aber auf der Lebensleiter geht es einmal nimmer weiter, geht es einmal nimmer weiter rauf. Ja, so ist die Lebensleiter und so ist der ganze Lebenslauf. Drum bleib bei mir, nur im Tal blühen die Rosen. Vergebens auf den Höhen des Lebens. Drum bleib bei mir, du im Tal blühen die Rosen. Und weil wir uns lieben, blühen sie so rot. Wenn